Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, es ist ja nicht sehr schwer zu erkennen, was Sie hier machen. Sie nehmen die Themen Integration und Zuwanderung zum Vorwand, um uns hier schon mal Ihr Bundestagswahlprogramm aufzutischen und eine kleine Generaldebatte vom Zaun zu brechen. Die Flüchtlingsthematik ist für solche durchsichtigen Wahlkampfspielchen eigentlich zu ernst und zu wichtig, aber Sie wollen es so. Sie wollen uns tatsächlich weismachen, dass im Zuge der Flüchtlingskrise erst so richtig offenkundig wurde, wie desolat unser Staatswesen ist. Ich sage Ihnen, genau das Gegenteil ist der Fall. Im Zuge der Flüchtlingskrise wurde deutlich, wie stark unser Land ist. Wie kein anderes Land dieser Erde haben wir hier in Deutschland geholfen. Wie kein anderes Land dieser Erde haben wir Humanität bewiesen. Wie kein anderes Land dieser Erde haben wir soziale Verantwortung gezeigt. Aber es scheint ja momentan unter Rechtspopulisten ebenso wie unter Linkspopulisten wieder schick zu sein, den Untergang Deutschlands zu propagieren. Dass die Ränder des politischen Spektrums eng beieinander liegen, konnten wir am vergangenen Wochenende hier bei der Bundesversammlung sehen. Es war ja fast schon beklemmend, mit ansehen zu müssen, wie ähnlich Ihr Verhalten in diesem Raum ist. Sie von der ganz Linken und der ganz Rechten haben also offenbar Freude daran gefunden, in diesem Wahlkampf unseren Rechts- und Sozialstaat als marodes Gebilde darzustellen, unfähig, seine Aufgaben zu erfüllen, aber immer noch fidel genug, uns alle in den Untergrund und in den Untergang zu treiben. In Ihrem linkspopulistischen Manifest basteln Sie sich eine ganz schlichte Welt zusammen, eine Welt aus Gut und Böse, aus Schwarz und Weiß. Und entsprechend einfach fallen Ihre Antworten aus. Sie müssen selbst wissen, ob Sie das in Ordnung finden. Mir wäre da nicht ganz gut dabei. Erlauben Sie mir ein paar Bemerkungen zu Ihren Ausführungen, denn blankem Linkspopulismus kommt man vielleicht am besten mit Fakten bei. Die Arbeitslosenquote ist seit 2005, also seit die Union Regierungsverantwortung trägt, von 11,7 auf 6,1% gesunken. Sie hat sich fast halbiert. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist in dieser Zeit von 26 auf 32 Millionen gewachsen. Das Durchschnittseinkommen stieg von 29.000 auf jetzt 36.000 Euro. Das führt unter anderem dazu, dass Deutsche noch nie in ihrer Geschichte so wenige Stunden arbeiten mussten, um sich einen Fernseher leisten zu können, 26 Stunden im Schnitt. Vielleicht aus diesem Grund sind laut einer Studie von TNS Infratest 92% der Bundesbürger sehr oder ziemlich zufrieden mit dem Leben in unserem Land. Seit 10 Jahren hat die Ungleichheit bei den Einkommen in Deutschland eben nicht weiter zugenommen. Wir stehen beim Gini-Koeffizienten, der die Einkommensungleichheit anhand des verfügbaren Einkommens bemisst, eben besser da als der OECD-Durchschnitt. Liebe Linksfraktion, ich weiß ja, dass all diese Fakten ungünstig sind, wenn man sich erst einmal vorgenommen hat, einen Wahlkampf dahingehend zu führen, dass man den Untergang des Abendlandes propagiert. Deshalb liefere ich Ihnen gleich noch ein paar mehr dieser für Sie so ungünstigen Fakten. Ich möchte mich der Beschreibung unseres Sozialstaates widmen, nachdem Sie ja den Menschen hier jetzt weismachen wollen, dass es den quasi so gut wie gar nicht mehr gibt in unserem Land. Es gibt beispielsweise eine wichtige Kennzahl, die aussagt, welchen Anteil am Bruttoinlandsprodukt ein Staat für soziale Zwecke ausgibt. Und seit Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin geworden ist, hat sich diese Sozialleistungsquote erhöht. Und das, obwohl wir weniger Arbeitslose haben, das heißt, weniger Bedürftige haben mehr bekommen. Unter Angela Merkel wurde der Sozialstaat eben gerade nicht ausgehöhlt. Erst gestern hat das Kabinett Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner beschlossen. Ich halte diese Maßnahmen für wichtig. Wir haben ein Bundesteilhabegesetz beschlossen, das wesentliche Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen bringt. Wir werden diesen Weg weitergehen. Auch hier haben wir gezeigt, dass wir Sozialstaat können. Ich will Ihnen einmal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, wo die grundlegenden Unterschiede in unserem Sozialstaatsverständnis offenbar liegen. Sie sind der Meinung, dass man mit Geld alles richten kann. Und ich sage Ihnen, das kann man nicht, weil wir es mit Menschen zu tun haben, mit sehr unterschiedlichen. Sie sind für Gleichmacherei und bezeichnen das als Gerechtigkeit. Ich sage Ihnen aber, Menschen sind Individuen und man wird ihnen eben nicht gerecht,
durch Gleichmacherei, sondern man wird ihnen gerecht durch Fördern und Fordern jedem Einzelnen, dass er selbst das Beste aus seinem Leben machen kann. Sie wollen 100 Milliarden Euro jährlich mehr in den Sozialhaushalt pumpen und glauben, das ließe sich dauerhaft finanzieren, wenn man es von den Reichen und Superreichen holt. Ich aber sage Ihnen, wir sind hier eine Solidargemeinschaft und keine Räuberbande mit ausgeprägter Selbstbedienungsmentalität, die sich einfach beim Bürger holt, was er braucht. Sie wollen einen Mindestlohn von 12 Euro, das Ende von Hartz IV, eine Rückkehr zur Rente mit 65 und eine Grundsicherung von mehr als 1.000 Euro. Damit fahren Sie unseren Sozialstand frontal gegen die Wand. Da bleibt für unsere Kinder und Kindeskinder nichts mehr übrig. Aber wenn es der Bundestagswahl im Herbst dient, ist Ihnen offenbar jedes Mittel recht. Ich sage Ihnen, wir werden diesen Sozialstaat vor solchen Fantasien schützen, weil wir nämlich nicht die Letzten sind, die hier stehen, und weil auch die, die nach uns kommen, eine Grundlage brauchen. Vielleicht noch ein paar Sätze zu dem Thema, das Sie als Vorwand für die heutige Debatte genommen haben, nämlich zur Integrationspolitik. Ihre Fraktionschefin und Oppositionsführerin hier im Bundestag hat ja bereits erkannt, was so schwer nicht zu erkennen ist, dass man Zuwanderung begrenzen muss, um integrieren zu können. Davon steht jetzt in Ihrem Antrag heute nichts. Das haben Sie wahrscheinlich einfach vergessen reinzuschreiben. Da steht nur, was Sie als Linksfraktion den Zuwanderern alles zugestehen wollen, unter anderem einen vollen Zugang zu allen Sozialleistungen, also nach Ihren Vorstellungen für jeden Asylbewerber vom ersten Tag an 1.050 Euro netto im Monat. Und ich will Ihnen sagen, damit hätten wir einen solchen Pull-Faktor geschaffen, dass nie wieder ein Asylbewerber auf die Idee käme, in einem anderen Land als hier in Deutschland einen Asylantrag zu stellen. Es gäbe eine explosionsartige Zuwanderung in unsere Sozialsysteme mit allen Folgen. Und ich sage Ihnen auch, man muss für gute Integration ja tatsächlich Geld in die Hand nehmen. Und wie man das richtig macht, da können Sie jetzt mal nach Bayern schauen. Wir tun das auch. Wir schaffen dort Polizeistellen, wir schaffen Stellen bei der Justiz und natürlich schaffen wir Stellen in den Schulen. Da können Sie mal lernen, wie Integration geht. Richten Sie das mal Ihren Parteifreunden in Thüringen aus. Aber ich sage Ihnen auch, nur weil ein Asylbewerber mehr Geld vom deutschen Staat überwiesen bekommt, so wie Sie sich das vorstellen, wird er sich garantiert nicht automatisch besser integrieren. Um zum Beispiel die deutsche Sprache zu lernen, braucht es Willen, es braucht Fleiß, es braucht Disziplin. Und wenn man Begabung hat, macht es die Sache deutlich einfacher. Wobei wir wieder beim grundlegenden Unterschied zwischen Ihrem und meinem grundlegenden Menschenbildverständnis wären. Jeder Mensch ist halt anders. Und wir haben es auch in einem Sozialstaat mit Individuen zu tun. Wir werden Ihren Antrag ablehnen, weil er innerhalb kürzester Zeit unseren Sozialstaat ruinieren würde. Und möge der Wähler dafür sorgen, dass Sie hier nicht zum Zuge kommen mit Ihren Ideen. Vielen Dank, Astrid Freudenstein. Nächster Redner, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn für Bündnis 90 Die Grünen.